Bist du zufrieden mit dem Resultat? Ja, sie hat die meisten Stimmen gesammelt von Jury und von den Zuschauerinnen und Zuschauern. Das spricht dafür, dass sie das beste Gesamtpaket hat. Ich habe das Ende ein paar Mal darauf aufmerksam gemacht. Es braucht ja nicht nur einen guten Song, es braucht auch eine gute Stimme, ist auch live gesungen. Es braucht auch eine Bühnenpräsenz und eine Ausstrahlung. Und es scheint, dass die meisten Schweizer das Gefühl haben, Melanie vereint all das am besten. Und darum ist sie oben ausgefunden. Was würdest du ihr mitgeben? Ja, sie soll jetzt die Zeit nutzen, noch, sich zu festigen, weil man sieht, wenn man so umschaut, sie wird umzingelt von Dutzenden von Journalisten. Und das ist ja auch ein Newcomer-Sprungbrett in der Schweiz, oder? Der Vorentscheid, weil Melanie hat es bei der Deutschen Schweiz wahrscheinlich die wenigsten kennt. Und sie soll das nutzen, die Chance, um die Erfahrungen zu sammeln, weil sie wird jetzt Haufen Auftritte haben. Wir werden mit ihr noch ein bisschen unterwegs sein, sie wird die eine oder andere Show machen, Interviews geben. Und so wird sie einen Haufen noch dazulernen, was rundherum geht, damit sie sich dann eben in Wien nicht nur auf den Rummel muss beschränken und so nervös ist, sondern dass sie kann sagen, das habe ich alles schon erlebt und alles in die 3 Minuten stecken, die sie dann auf der Bühne stehen. 60. Ausgabe Eurovision Song Contest, was heisst das für dich? Ja, das Jubiläum, wo wir mit dabei sind. Ich bin immer stolz, dass die Schweiz ein Teil davon ist und wir hoffen natürlich immer, es ist ein bisschen der olympische Geist, der zählt. Und selten ist Europa so friedlich zusammen unterwegs. Also wer selber schon mal an einem Song Contest war, ist auf einer internationalen Weise. Da kommen Nationen zusammen aus x welchen Ländern. Die Stimmung ist unheimlich gut. Und was gibt es Schöneres, Musik verbindet. Also ich finde es einen grossartigen Anlass. Und es ist jetzt auf der 60. Also ein Grund mehr zum Feiern und dabei sein. Für euch daheim gemütlichen Abend machen und wie immer, ein bisschen mitvoten, ein bisschen mittratschen. Das gehört ja auch dazu. Und dann gibt es meistens 3 vergnügliche Fernsehen mit 2 Halbfinale und 1 Finale.